Hier ist Roland Bravo, Boxi TV, live in Herzogenbuchsee, bei der ersten Bio-Schneeanlage der Schweiz. Mein Gesprächspartner heute ist der Herr Matthäus Flocke. Er ist der Betriebsleiter der ersten Bio-Schneeanlage der Schweiz. Grüß dich, Herr Flocke. Grüß dich, Herr Bravo. Herr Flocke, meine Frage, wie kommt ihr dazu, hier in Herzogenbuchsee, quasi im Unterland, so eine Bio-Schneeanlage zu betreiben? Ja, Herr Bravo, als technischer Leiter bin ich sehr froh, dass ich heute interviewt werde. Wir haben jahrelang geforscht und durch die ideale Lage zwischen 400 und 500 Höhenmeter und dadurch eine super Schneeflockenstruktur haben wir in Herzogenbuchsee diese Anlage konzipiert, getestet und auf Bio umgestellt. Ah ja. Und das gibt richtigen Schnee doch hier, den ihr produzieren. Kann ich mir das so vorstellen, wie der Schnee, den ich sonst Auto anlänge? Ja, natürlich. Wir sind ja hier eine Bio-Schneeanlage. Wir können also nur ernten, was tatsächlich in unserer Gegend fällt. Aber genau das haben wir in verschiedenen Schneesorten bereits vorliegen. Und auch die Anergebnisse sind fantastisch. Und was ist das genau für Schnee? Ja, wir haben also unsere Premium-Sorten, das ist der Kaschmir-Schnee. Wir haben einen Langlaufschnee, einen Rennpistenschnee. Wir haben Schneeballschnee für verschiedene Haushalte. Und was fällt mir gerade nicht mehr ein, aber die werden wir nachher auf unserem Versuchsfeld, werden wir diese Schneesorten alle sehen. Ja, das ist aber ganz interessant. Also das ist auch unglaublich, was ihr da produziert. Wie tut ihr denn den Schnee ernten? Wie macht ihr das? Ja, analog der Rollrasentechnik. Wir haben da Kooperationen mit Rollrasenanbaubetrieben, dort haben wir die Erntemaschinen. Wir können also einen Rennpistenschnee in Rollen a 100 Meter bereits jetzt schon ernten. Die Langlaufloipen werden analog einer sogenannten Verlegetechnik aus dem Laminatbereich gestochen und geschichtet. Und beim Kaschmirschnee können wir erst, wir sehen heute leichteren Schneefall, nach 3 Stunden intensiven Schneefall, da wird der Kaschmirschnee handgeschöpft. Das ist schon wahnsinnig. Also, wenn ich mir vorstelle, die Grössenordnung, die ihr hier habt, wie viele Leute ihr überhaupt beschäftigen? Wir sind der größte Arbeitgeber in der Region. Wir haben 2 Vollzeitstellen und 4.700 Teilzeitbeschäftigte. Sie werden feststellen, dass auch hier intensiv zusammengearbeitet wird. Kann da jeder mal bei euch arbeiten oder gibt es eine besondere Ausbildung, die man muss haben, damit man bei euch mitmachen kann bei dieser Schneeproduktionsanlage? Wissen Sie, im Buchsi, Krone der Region, hält man zusammen. Natürlich wird das von Haushalt zu Haushalt trainiert. Sie werden hier durch den Ort fahren und sehen an verschiedenen Ecken Menschen mit Besen und Schaufeln, die Stretching-Übungen machen. Es werden im Winter sogenannte Kurse angeboten, der örtliche Handballverein, der Turnverein, die Theatergruppen. Alle sind integriert und sobald hier die Alarmzeichen auf Schnee stehen, werden Sie alle hier im Einsatz im Ort und bei den Ernteeinsätzen beobachten können. Ja, ich glaube, das steht genau richtig im Markt. Jetzt, wo wir globale Erwärmung haben, Schneefallgrenze geht 300-400 Meter rauf. Das ist auch sensationell. Und wie nimmt eigentlich euer Markt, also der Markt, wie nimmt er das Angebot an? Sensationell. Also der klassische Fall, der gerade jetzt in Herkingen durch die Presse ging. Diese Schneehalle hat bei uns schon große Kontingente angefragt, die können wir gar nicht bedienen. Wir haben hier das Berner Oberland in der Nähe, höheren Skigebiete. Die werden alle bei uns jetzt schon mit E-Mails angefragt. Wir haben also gar nicht genug Mengen, um diese Menschen zu bedienen. Herr Bravo. Sehr interessant, Herr Flocke. Herr Flocke, tut ihr die Schnee, die verschiedenen Schneearten einfach ausliefern oder tut ihr die vorher noch austesten? Seit ungefähr 5 Jahren wird in Herzogenbuchsee durch den bekannten Schneetester und Sportbetrieb Ingold eine Rampe direkt in der Kirchgasse gestellt. Ich kann Ihnen da mal einen Beleg zeigen, vielleicht für die Kamera, dass Sie es für die Buchsee-TV-Zuschauer einmal sehen. Diese Rampe stand über Jahre hinweg zu Testzwecken unter härtesten Bedingungen in der Kirchgasse. Sehr interessant. Es ist eine rechte Menge von Schnee, die ihr hier produzieren. Wie tut ihr den Schnee produzieren? Wie tut ihr den Schnee transportieren? Und wie tut ihr den Schnee zwischenlagern bis zum Transport? Ja, der erste Teil der Frage, Herr Bravo, ist gut beantwortet. Wir haben ja direkte Bahnanbindung. Sie sehen hier hinten den Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist unser, ja, wie sollen wir das sagen, unser Lieferdienst, unser direkter Lieferdienst in die Skigebiete. Wir fahren also waggonweise die Schneesorten je nach
Bestellungen direkt in die Zielgebiete. Ökologisch genau die richtige Transportmöglichkeit. Gelagert wird das Ganze in Bundesbunkern, weil ja in der Bundespolitik Minustemperaturen üblich sind. Das kann man vorstellen, ja. Seid ihr Weiterentwicklungen interessiert oder ist es das Produkt, das ihr herstellt? Es gibt noch eine zweite Bio-Schnee-Linie, die wir jetzt über das ganze Jahr produzieren. Da darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Patente sind angemeldet und es wird wahrscheinlich, wenn Sie das wünschen, in einem zweiten Interview werden wir Ihnen diese Anlagen zeigen können. Eine Sensation auf dem Weltmarkt, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Und was ich leider vorhin vergessen habe, wir produzieren natürlich ohne Kunstdünger. Es wird alles in rein biologischen Verfahren geerntet und hergestellt. Habt ihr hier in der Region noch partnerschaftliche Betriebe oder mit einer zusammenarbeitet oder ist das ein Eingangbetrieb, den ihr da macht? Ja, wir wären natürlich in unserer Forschungsarbeit nicht so weit gekommen, wenn wir nicht verschiedene gute Unternehmen gefunden hätten, die wir hier in der Gegend einsetzen können. Zum Beispiel für die Schneeverwehungsschutzwände haben wir die Baufirma Leuenberger als großen Absicherer, weil wir ja auch Risiken fahren. Je nach Saison fällt der Schnee aus, haben wir die Wintertour gewonnen. Sie sehen hier dieses große Schild hinter uns. Das ist natürlich ein Biodruck der Druckerei Schelbli. Und um das überhaupt abzuschließen, haben wir in der Firma Multimedia Kropf einen Partner gefunden, der mit Sonnenenergie diese Filmaufnahmen erst wahr machen kann. Es ist schon sehr innovativ, was ich da hier höre und irgendwie ist auch ein bisschen sensationell, auch für mich. Wie kommen dir so zu solchen Gedanken, Herr Flocke? Schauen Sie, Herzog und Buchsee war schon immer führend in innovativen Ideen. Es gab hier die erste alkoholfreie Lokalität von der Frau Amelie Moser. Wir haben hier den ersten Verkauf auf einen Sonntag der Schweiz gehabt. Es gibt hier Weltmarktführer im Schafscher-System, die Firma Heiniger. Die Firma Duab ist hier führend in den Düseneinspritzsystemen. Und analog kann ich Ihnen noch viele Erfolgsgeschichten erzählen. Es ist praktisch eine Folge der Zeit, dass hier die erste Bio-Schneeanlage der Schweiz entsteht. Ja, liebe Zuschauer, wir wären jetzt hier auf dem Land, auf der Testanlage der ersten schweizerischen Bio-Schneeanlage. Ich tue jetzt Herr Flocke die verschiedenen Schneearten abfragen und schauen, was genau die Differenzen ausmacht, welche Schneeart wo auf welchem Bereich produziert wird. Da hier wäre jetzt also der Dekoschnee. Was ist der Besondere an diesem Dekoschnee, Herr Flocke? Der Dekoschnee hat besondere Konsistenzeigenschaften. Gerade im Einsatzgebiet, in 5-Sterne-Hotels, im Eingangsbereich wird er sehr gern verwendet. Sie sehen an den kleinen Grünpflanzen, Dilgaris vulgaris, die Bodendecker der besonderen Art, das sind moosige Blätter, das ist eine ganz feine Konsistenz, auch in der Hanglage geerntet wird, damit er sich dort anschmiegsam einlegt, wo wir ihn liefern. Ja, da bin ich jetzt also wirklich gespannt. Da hier sehe ich Kaschmirschnee. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Dekoschnee und dem Kaschmirschnee? Beim Kaschmirschnee haben wir die große Schwierigkeit, dass wir erst nach 3 Stunden intensivem Schneefall diesen Schnee ernten können, allein von der Flockenkonsistenz. Sie sehen hier auf diesem Hügel, Sie erinnern sich vielleicht an die Spargelernte, hier wird es vom Hügel mit der Hand geschöpft in einem feinen Haarsieb und in temperierten Behältern direkt in die Lagerhäuser gestellt. Also hier muss ich nicht lange lesen, das sieht man, das sehe ich hier, der Rennpistenschnee. Herr Flocke? Der Rennpistenschnee, das hat man dieses Jahr gesehen am Lauberhornrennen, war natürlich lang diskutiert, die großen Probleme mit dem Kunstdünger. Sie sehen hier dieses kleine Feld, das ist jetzt ein kleines Versuchsfeld. Wir haben große Hänge im Buchsee-Bergen mittlerweile in Erntegebiete einbezogen. Sie sehen die Struktur, die Grashalme, alles wurde auf die Rennpiste angelegt. Wir haben einen anderen Abrieb, wir haben wesentlich schnellere Zeiten in den Trainingshängen, auch in der Stadtrampe, die letzten Jahre erlebt. Der Rennpistenschnee wird wahrscheinlich unser Renner. Das war jetzt der Schnee für den Ausdauersportler, Herr Flocke. Ja, da sehen Sie jetzt unser größtes Langlauf-Schnee-Erntefeld. Sie sehen diese schönen Linien, die wir auf diesem Feld gezogen haben. Und auf diesem Feld haben wir schon vor 2 Jahren eine fantastische Ernte eingebracht. Es wird alle 1,50 Meter wird ein Eisenkeil eingetrieben, es wird abgeschält und Sie sehen jetzt schon, die Langlaufloipe ist eingespurt, praktisch ein Fertigprodukt, das am Markt auch zu günstigen Preisen abgegeben werden kann. Ich möchte vielleicht noch anmerken, dass wir
diesen Schnee letztes Jahr nach Düsseldorf geliefert haben, zu diesen tollen Meisterschaften entlang des Rheines, die mit Kühlmatten eine wesentlich längere Haltbarkeit gezeigt haben wie der Schnee aus Österreich. Nur eine kleine Randbemerkung. Da wären wir jetzt bei der Schneeart, die mich wirklich am meisten interessiert, weil das Antirutschnee, das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Herrflocke, Antirutschnee, wie wird das produziert? Ja, Antirutschnee ist einer unserer schwierigsten Schneesorten. Wir sind jahrelang in der Forschung nicht weitergekommen, aber Sie sehen auf diesem Feld das Endergebnis. Hier wird ein 15 cm langer Halm gesetzt. Der Untergrund ist leicht aufgeraut und dieser Schnee wird sehr gern von Gemeinden und Seniorenheimen gekauft. Auch von einigen Großschulanlagen haben wir schon Anfragen. Wir hatten letztes Jahr die ersten Lieferungen. Das Ergebnis war fantastisch. Sie sehen, dass wir hier einen Schnee produzieren können auf einer Riesenfläche. Er wird in Containern ausgeliefert und ist 100% rutschfest. Ich lese hier Schneebauschnee. Schneebauschnee, ihr seht, ihr habt hier Kinder gedacht, Herr Flocke. Das freut mich so wunderbar. Das sind Kinder, die heute im Unterland kaum noch Schnee gesehen. Also das ist jetzt wirklich etwas Sensationelles, wo auch die Kleinen Freude haben. Der Schneeballschnee liegt mir auch besonders am Herzen, weil wir hier, Sie sehen das im Untergrund, einen ganz leichten, lockeren Schnee ernten können, der von der Schneequalität sehr unfallverhütend ist. Diese Schneebälle werden im 12er und im 24er Pack ausgeliefert. Dementsprechend auch natürlich in größeren Einheiten für Schulhöfe. Wir haben da sehr viel mit der SUVA zusammen geforscht und haben heute ein Aufprallverhalten des Schneeballs im Endzielgebiet, also am Körper eines Jugendlichen oder Erwachsenen, der praktisch keinen Schaden mehr verursacht. Also merci vielmals, Herr Flocke. Es war sehr interessant, euch zuzuhören. Ich wünsche euch schon jetzt viel Erfolg bei eurem Bioschneeanlage. Und das wäre es. Merci vielmals. Roland Bravo, Bochse TV, live aus der Region. Sound asleep, wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie, wake up.